Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und heute zeige ich euch, wie ihr euch eine Augenmuschel für eure Sony A7 quasi selbst bauen könnt. Film ab! Also erstmal alles, was ihr braucht. Ihr braucht die Panasonic G9 Augenmuschel. Ihr braucht Ersatz Sony A7 Augenmuscheln und ihr braucht Suku formbaren flexiblen Kleber. Als ersten Schritt zerlegen wir die beiden Augenmuscheln. Dafür lösen wir die Schrauben auf der Rückseite. Bei der Panasonic Augenmuschel sind das 3, bei der Sony Augenmuschel 4. Und anschließend, wenn ihr die Sony Augenmuschel zerlegt habt, löst ihr das Silikon von der Augenmuschel. Anschließend wird die Sony-Augenmuschel wieder zusammengeschraubt. Die Panasonic-Augenmuschel bleibt wie sie ist. Die nehmen wir jetzt und müssen hier oben diesen Querbalken aus Gummi kürzen. Denn der würde im Weg sein, wenn wir die Sony-Augenmuschel anschließend hier einkleben wollen. Dann machen wir quasi einen kleinen Formtest, wie die Sony-Augenmuschel denn am besten in die Panasonic-Augenmuschel reinpasst. Und richten das am besten hier oben an diesen zwei kleinen Plastikpins aus. Wenn ihr dann den richtigen Sitz gefunden habt, merkt ihr euch so ungefähr den Abstand zu den Plastikpins und fangt an, das Ganze zu verkleben. Dazu müsst ihr das Suku aufreißen und echt vorsichtig sein. Das Zeug klebt überall und färbt ab, solange es noch weich ist. Das Suku müsst ihr schön kneten, damit es weich und eine homogene Masse wird. Das Suku wird dann großzügig in der Panasonic Augenmuschel platziert. Anschließend müsst ihr das Plastik der Sony-Augenmuschel in die Panasonic-Augenmuschel einkleben und ausrichten. Das äußere Silikon wird dabei über die Sony-Augenmuschel gestülpt. Aus dem Suku müsst ihr jetzt Schlangen formen und die Sony-Augenmuschel bzw. das Plastik davon großzügig von außen mit der Panasonic-Augenmuschel verkleben. Mit einer weiteren Suku-Schlange klebt ihr den Schlitz unter der Augenmuschel zu. Und mit einem letzten Klecks vom Suku das nicht gebrauchte Loch für den Panasonic Augensensor abkleben. Anschließend lasst ihr das Suku einen Tag lang trocknen. Nachdem das Suku dann trocken ist, müsst ihr noch das Loch in der Augenmuschel entsprechend zuschneiden. Denn out of the box ist das rund und der Sucher ist natürlich viereckig und die Ecken werden leicht abgedeckt vom originalen runden Loch. Dazu nehme ich mir wieder mein Skalpell und schneide das Ganze einfach etwas viereckig aus, damit ich den perfekten Durchblick habe. Als letzten Schritt könnt ihr gegebenenfalls noch die Verriegelung der Augenmuschel abbrechen. Da man aber sowieso da richtig schlecht rankommt, bricht die früher oder später wahrscheinlich von alleine ab. Also ich bin mit der Panasonic Augenmuschel für die G9 richtig zufrieden an meiner Sony A7R III und an meiner A7 III.
Und was mir daran sogar besser gefällt als bei der G-Cup Augenmuschel, die ich vor einer Weile getestet habe, das Ding blockiert das Display nicht. Das heißt, ihr könnt super schnell und einfach zwischen Display und Sucher wechseln, ohne irgendwelche Einschränkungen. Wenn ihr euch auch so eine Augenmuschel basteln wollt, findet ihr alles Nötige dafür als Links unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das macht. Ansonsten lasst uns ein Like und euer Abo da und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von uns verpasst. Ciao, bis zum nächsten Mal.